Ja, hallihallo, schön schaut ihr wieder zu, wenn ich euch was Tolles, Herbstliches zeige. Ich habe hier verschiedene Materialien bereit gemacht. Pfeffer, passend im Herbst, Lavendel, trockener Hafer, Gomphrena und ein tolles Glas mit einer Kerze. Und dieses wollen wir da schön ausgarnieren. Und damit es noch toller wird, habe ich hier mal Euphorbia-Holz bereit gemacht. Und mit diesem Holz machen wir eigentlich wie einen Kranz um dieses Glas, damit dann die ganze Kreation schön befestigt wird. Hier kann man sich streiten und diskutieren, braucht es Draht, wo man die ganze Sache ein wenig fixiert, oder benötigen wir keinen Draht. Wichtig ist, dass das ganze Kränzchen nicht zu groß wird, damit wir dann auch noch ein wenig einen Schmuckring so machen können und dass es dann toll aussieht. Und ich glaube, wir können die ganze Sache ohne Draht machen, aber brauchen sicher noch den Heißkleber, damit wir dann die ganze Sache schön fixieren können. So. Jetzt haben wir hier eigentlich mal eine durchlässige, wie soll ich sagen, Unterlage wie ein Gerüst und können jetzt mit dem Pfeffer mal ein wenig da den rosa Farbton reinziehen. Da kann man sich wirklich austoben, was die Materialien, die man verwendet, nimmt. Also da kann man wirklich über Eichelfruchtstände, über Beeren, über Pfeffer, wie ich da brauche, über Buchennussstände eigentlich alles brauchen. Hagebutte kann man brauchen, da ist man wirklich frei. Ich habe jetzt hier mal eine Variante gemacht ohne diese klassischen Fruchtstände, sondern einfach mal etwas anderes versucht, damit ihr auch verschiedene Möglichkeiten seht. Aber am Schluss entscheidest ja du selber, wie du die ganze Sache machen willst. Und ich hoffe natürlich, dass euch meine Materialwahl gefällt. Ich schaue auch drauf, dass Sachen sind, die ihr auch selber organisieren könnt und nicht Sachen sind, die man eigentlich wie keine Chance hat zu organisieren. Wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, schreibt sie einfach rein unten in die Kommentare und so können wir sicherlich schön im Kontakt bleiben und ich kann euch Ratschläge geben etc. Da bin ich immer bereit eigentlich, wenn ich die Möglichkeit habe, euch diese, wie soll ich sagen, Fragen zu beantworten. Jetzt stecke ich mal wirklich da den Lavendel so locker rein in dieses Geflecht, wo ich da aufgebaut habe. Jetzt habe ich da den trockenen Hafer noch. Den kann man da auch schön auseinandernehmen. Da kann man auch irgendwie trockene Gräser oder so verwenden. Wichtig finde ich, nicht übers Glas arbeiten. Das heißt nicht, dass dann plötzlich irgendwas zu brennen beginnt, weil sonst haben wir dann plötzlich einen Rechtsstreit mit dem Kunden oder mit der beschenkten Person, dass sie dann sagen, hey, du hast mein Haus angezündet und das wollen wir ja nicht. Wir wollen einen Frieden mit dem Nachbarn, wir wollen schöne Herbstzeit genießen, schöne gemütliche Herbstabende mit einem schönen Windlicht. Diese coolen Haferzötterli oder ich weiß auch nicht was, die sind wirklich ganz genial. Die verleihende Kreation.
noch eine Leichtheit, so eine Lockerheit. Natürlich habe ich den Heißkleber da schon vorbereitet und jetzt gebe ich noch so einen Farbakzent rein mit den violetten Comfrena. Die habe ich frisch gekauft und jetzt sind die eingetrocknet. So eine Art Strohrose. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kann man ja auch super benötigen für die Trockenfloristik. Ich bin nicht so Fan von solchen Sachen, so Trockenfloristik, aber so im Herbst oder so kann man diese Sachen sehr, sehr gut benötigen. Ja, als Florist oder so kann man natürlich auch stundenlang noch darüber überlegen, was könnte ich jetzt da noch reinmachen, wie könnte ich das Ganze noch optimieren. Ich habe jetzt hier noch die Eukalyptus-Fruchtstände und ich nehme die noch hier rein, damit wir da noch so ein anderes Element drin haben. Und das stecke ich einfach auch schlicht ganz einfach rein, dann hält das auch gut, weil wir ja das, wie soll ich sagen, Gerüst gemacht haben mit den Euphorbien. Ja, und dann ist diese schlichte Herbstkreation im Glas schon fertig. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet etwas dazu lernen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, drückt ein Gefällt mir. Wenn euch meine Ideen immer wieder gefallen und ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann drückt auch ein Abo. Und dann sage ich euch Tschüss und weg und bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein, wenn es heißt Natürliche Kreationen mit dem Blumenmann Tobias Kopp aus der Schweiz.